ja. Gut. Fachgerecht. Fachgerecht. Selber. Genau. Hi. Am Freitag kommt die Innung aus Stuttgart. Ganz hoher Besuch. Es geht um die Zertifizierung als Oldtimer-Betrieb. Ich habe da mal ein Beispiel von meinem Freund Olli, was wir da gerade gemacht haben. Das will ich gerade mal zeigen. So, das ist er. Olli ist ein Schmuckstück. 200er Diesel, Strich 8, Baujahr 75, 2 Liter, 40 kW, 55 PS, OM 615, unkaputtbar. Der hat jetzt bekommen ein bisschen Technik, Service, ein bisschen innen. Weil die waren sowas von abgeranzt, die Sitze, die Teppiche, gar nicht mehr da. Ein bisschen Rost weggemacht, ein bisschen Farbe drauf gemacht. Jetzt kriegt er noch seinen Finish. Eine schöne Politur, eine Lackversiegelung. Und dann können wir ihm das Auto am Samstag zum Frühling vor die Tür stellen. Glänzend wie eine Speckschwarte. Das ist doch mal ein Ding, oder? Hier haben wir auch einen alten Bekannten. Eine Pagode 230 SL. Aus 65, 230 SL, Motor M127, 150 PS und folgender Sachverhalt, Fahrzeug wurde letzte Woche überprüft und wurde mit einem Kopfdichtungsschaden diagnostiziert. Jetzt gucken wir uns das mal hier an. Also zum einen Ölzettel 2014, das kennen wir ja schon, 2014. Kilometer sind nicht so viel dazugekommen, ich glaube 6000. Und in diesem extrem dicken Ölrohr haben wir jetzt hier oben so unsere Schlackeanhaftung, ne? Also dieser Ölschleim, wie man ihn eigentlich gar nicht haben will. Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir hier einen Kopfdichtungsschaden? Oder haben wir hier vielleicht sogar nur Kondenswasser? Also ich denke, bevor man jetzt hier so ein Urteil fällt, ob oder ob nicht, kann man das Ding ja erstmal warm laufen lassen und dann gucken, ob man eventuell mit einem CO2-Indikator über das Kühlmittel CO messen oder nicht. Der Motor ist übrigens auch noch ganz interessant. Haben wir ja Baujahr 65. Haben wir den ja nicht nur in der Pagode drin, sondern wir gehen jetzt mal vor, Überleitung zur S-Klasse W111, gleicher Motor. Da haben wir im Prinzip den gleichen Motor, allerdings kein Einspritzer, sondern ein Vergaser, das macht nichts. Ansonsten ist aber alles ziemlich gleich, ist halt auch ein Mercedes. Und jetzt kommt was ganz Lustiges, jetzt machen wir noch eine kleine Zeitreise. Ich habe nämlich hier was in der Hand. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz die S-Klasse an von 1965. So, guck mal rein. So, jetzt sind wir hier in der Zeitreise im Zeitraumkontinuum 55 Jahre später angekommen. Im Prinzip das gleiche Auto. Sieht man ja auch. Ähnlichkeiten vorhanden. Ein paar Sachen gibt es mehr, zum Beispiel eine Standheizung. Sitzheizung, Sitzlüftung, finde ich das beste Extra, Sitzlüftung. Und ein S500, ne? Baureihe 221. Ich muss jetzt damit noch eine Probefahrt machen, einmal durch die Waschmaschine, dann kommt er in die Werkstatt. Das heißt, außer den klassischen Fahrzeugen, Mercedes Baujahr 65, kann man natürlich auch mal einen Mercedes Baujahr Anfang, Mitte 2000 bei uns reparieren. Gar kein Problem. Für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund, hat mich gefreut. Bis die Tage.